Wieder ein verbrannter Obdachloser. Schon der sechste in diesem Jahr. Wer ist der Täter? Keine Ahnung. Die Opfer haben weder Gesichter noch Namen. Niemanden interessiert's. Weder die Medien noch die Behörden. Doch, uns interessiert's. Besonders mich. Von hier aus können wir kaum was tun. Wir gehen zu ihnen, fragen nach ihren Namen, zählen sie, bieten ihnen unsere Unterstützung an und zeigen ihnen, wie sie ein besseres Leben führen können. Sieh dir diese Liste an. Da hausen überall Obdachlose, mit denen wir noch nicht geredet haben. Wir müssen trotz des Risikos weitermachen. Ich werde tun, was ich kann und fange gleich beim ersten an. Cadway Station? Vergiss es. Du wartest hier. Soll ich nicht mitkommen? Bewach lieber den Lieferwagen. Es ist zu gefährlich. Das steht nur auf der Liste, weil... Was weiß ich. Seit der Eingang eingestürzt ist, war niemand mehr drin. Und ich bezweifle, dass es da noch Leben gibt. Tu mir einen Gefallen. Pass auf dich auf. Vielleicht ist es ja bloß Einbildung, aber du fühlst dich definitiv beobachtet. Du könntest die Mosaiksteine einen nach dem anderen von der Tafel nehmen, aber du lässt es. Ein Koffer klemmt zwischen den Trümmern, welche die Treppe versperren. So sehr du auch am Griff ziehst, du kannst den Koffer nicht unter den Trümmern hervorziehen. Neben der elektrischen Beleuchtung ist dieses Brett der Beweis dafür, dass irgendjemand diese Station bewohnt. Du lässt das Brett an seinem Platz, damit niemand auf die Gleise fällt. Dein Ausweis, der dich als freiwilligen Mitarbeiter der Kinder des Don Quixote identifiziert. Ein Handy. Eine Taschenlampe. Eine Taschenlampe. Du fährst kurz zusammen und du glaubst endlich auf jemanden getroffen zu sein. Aber es ist nur eine Schaufensterpuppe. Wer auch immer hier lebt, er hat einen seltsamen Sinn für Humor. Eine abgebrochene Eisenstange, die du mitnehmen kannst. Du hast noch nie zu den Stärksten gezählt. Also nimmst du die Eisenstange mit, um dich im Notfall verteidigen zu können. Sie scheint zu weinen. Du bist weit davon entfernt, diese arme Puppe umarmen und trösten zu wollen. Ein Elektrokabel von mehreren Metern Länge. Als du das Kabel aufhebst,
erinnerst du dich an Ralph Martinson, einer deiner Kommilitonen, der vor ein paar Monaten erhängt im Toilettenraum aufgefunden wurde. Dein Mund ist trocken, du hast Durst. Wäre die Dose doch nur voll. Im Augenblick würdest du alles trinken, sogar Bier, das du eigentlich verabscheust. Auch wenn die Dose leer ist, hebst du sie auf. Vielleicht kannst du sie später irgendwo füllen. Abgeschlossen. Unmöglich zu öffnen. Trümmer blockieren die Tür von der anderen Seite. Ein Spielzeugtelefon. Du nimmst das Spielzeugtelefon aus der Kiste. Ein seltsames Durcheinander von Trümmern und Spielzeugen. Wohnen etwa Kinder in dieser Station? Da du etwas für Merkwürdigkeiten übrig hast, nimmst du die Actionfigur eines mittelmäßigen Videospiels an dich. Ein Telefon ohne Hörer und mit absolut unbrauchbaren Tasten. So wie das Telefon momentan aussieht, kannst du damit niemanden anrufen. Ein Spielzeugtelefon. Dir fällt ein, dass du den Spielzeughörer am Telefon befestigen könntest, aber dir wird schlagartig bewusst, dass das eine absolut blöde Idee ist. Trümmer blockieren die Tür. Die Trümmer sind zu schwer. Du wirst sie nie bewegen können. Du benutzt die Eisenstange als Hebel. Schaffst es aber nicht, die Trümmer zu bewegen. Du befestigst ein Ende des Kabels am Griff des Koffers, legst es um die Säule und befestigst auch das andere Ende am Griff. Das Kabel führt um die Säule herum und die beiden Enden sind am Koffergriff befestigt. Du stützt einen Fuß an der Säule ab und ziehst mit aller Kraft am Kabel. Aber auch so kriegst du den Koffer nicht frei. Du steckst die Eisenstange zwischen Kabel und Säule, drehst sie und kannst so die Zugkraft des Kabels verstärken, um den Koffer unter den Trümmern hervorzuziehen. Das Kabel hat die Strapazen, denen du es ausgesetzt hast, um den Koffer herauszuziehen, gut überstanden. Du glaubst nicht, dass dir das Kabel erneut von Nutzen sein wird. Also lässt du es dort. Die Eisenstange, die du benutzt hast, um den Koffer herauszuziehen. Du lässt die Eisenstange vorerst an der Säule. Du öffnest den Koffer und findest darin mehrere Dinge, die dir noch nützlich sein könnten. Ein Messer. Ein Schraubendreher. Isolierband. Du schneidest das Kabel durch und trennst so den Hörer vom Rest des Spielzeugtelefons. Dir fällt ein, dass du den Spielzeughörer am Telefon befestigen könntest, aber dir wird schlagartig bewusst, dass das eine absolut blöde Idee ist. Das Schloss wurde wohl von denen angebracht, die hier leben.
schneidest ein Stück aus der Dose heraus und bist dir sicher, dass es dir noch gute Dienste leisten wird. Das Stück einer Dose. Das Aluminium der Dose ist so dünn, dass du es zwischen Bügel und Schlossgehäuse stecken und den Drehzapfen im Inneren bewegen kannst, welcher die Gittertür öffnet, sodass du in die nächste Halle gelangst. Ein Ketzer hat heiligen Boden entweiht, Choke. Was machen wir mit ihm? Uns amüsieren. Brüder! Brüder! Beruhigt euch! Ihr wurdet in der Halle der Ewigkeit zusammengerufen, weil der Frieden unserer Gemeinschaft mit Füßen getreten wurde. Zeige dich, Ketzer. Wer bist du? Mein Name ist Henry White. Gut, das stimmt mit den Angaben in deinen Papieren überein. Glaubst du wirklich, wir hätten nicht deine Taschen durchsucht, Henry White? Na schön, Henry White. Erzähl uns von dir. Was treibt deine Familie? Da dein Vater Präsident und Hauptaktionär des Unternehmens White ist, zögerst du mit der Antwort. Wenn du die Wahrheit sagst, fordern sie bestimmt ein Lösegeld für dich und du kommst frei. Aber du würdest das Ganze auch gern auf eigene Faust lösen, ohne auf das Familienvermögen zurückzugreifen. Antworte, Ketzer, oder ich schieße! Warum schickst du nicht deine Hampelmänner los, um es herauszufinden? Du machst es mir ziemlich schwer, Henry White. Ich neige immer weniger dazu, dir zu helfen. Was sagt ihr? Aber ziehen wir keine voreiligen Schlüsse, Brüder. Soll er sich verteidigen? Wieso hast du unseren Tempel entweiht, Ketzer? Ich bin gekommen, um euch zu helfen. Wie ihr ja wisst, gehöre ich zu den Kindern des Don Quixote. Wir sind eine Organisation, die Obdachlosen hilft. Wir bieten ihnen ein Dach über dem Kopf, Essen, Geld und eine legale Identität. Ja? Was meint ihr dazu, meine Brüder? Henry White, ich weile schon seit über 80 Jahren auf dieser Erde. Ich durchschaue deine Lügen. Du gehörst zu einer Organisation, deren Ziel es ist, uns unserer Freiheit zu berauben. Sieh uns an. Fehlt uns denn ein Dach über dem Kopf? Essen? Geld? Was also habt ihr, womit ihr uns helfen könnt? Nichts. Gar nichts. Soll ich schießen, Choke? Soll ich Boris befehlen zu schießen, Henry White? Oder kannst du mir einen Grund nennen, warum ich dich am Leben lassen sollte? Ihr könnt mich nicht töten. Mein Tod würde schwer auf eurem Gewissen lasten. Du irrst dich! Es gibt keine größere moralische Befriedigung, als die Menschheit von einer unreinen Seele zu befreien. Ich sollte es zwar für mich behalten, aber IQ-Tests haben erwiesen, dass ich überdurchschnittlich intelligent bin. Aha! Du bist also intelligent? Sieht man dir gar nicht an. Beweise es mir. Hast du schon mal Schach gespielt? Darin bin ich ziemlich gut. Ich bin Schachmeister meiner Uni. Spiele weiß und setze schwarz in einem Zug matt. Wie?
Die berühmte immergrüne Partie aus dem Jahr 1852. Läufer schlägt Springer auf E7 und Schachmatt. Schön gesagt, aber da hat dich dein Gedächtnis gerettet, nicht deine Schlussfolgerungen. Mal sehen. Weiß hat nur einen einzigen Zug, der, auch wenn er nicht zum Schachmatt führt, Schwarz aller Zugmöglichkeiten beraubt. Wenn du dorthin ziehst, schlägt der schwarze König deinen Turm. Löse die Aufgabe auf andere Weise. Ich bewege den Bauern von G2 auf G3. Einfach. Ja, du sagst es. Das war einfach. Mal sehen, ob du das lösen kannst. Trotz der aussichtslosen Lage spielst du weiß und musst Schwarz in einem Zug Schachmatt setzen. Wieso machst du es mir so einfach? Ich bewege den Läufer von D6 auf E7 und Schachmatt. Ich muss dich nicht weiter prüfen, Henry White. Du bist intelligent, keine Frage. Aber woher hast du diese Intelligenz? Von Gott oder vom Teufel? Strahlst Güte aus. Aber da ist doch etwas Düsteres an dir, Ketzer. Ich muss meinen Geist reinigen, bevor ich entscheide, was dich erwartet. Leben oder Tod? Die Würfel des Schicksals sind gefallen. Henry White. Boris soll den Ausgang versperren und verhindern, dass der Ketzer entkommt. Oder mich bei meinem Gebet stört. Das wird er nicht wagen, Choke. Und ihr anderen, tut mir den Gefallen und geht nicht allzu weit weg. Boris hat eine der Türen verschlossen, damit du nicht durch den Tunnel hinaus kannst. Und falls du doch versuchst zu entkommen, wird er schießen. Dann sucht weiter! Sucht meinen Danny und ruft mich an, wenn ihr ihn habt! Hallo? Hallo! So ein Mist! Ein U-Bahn-Chip. Ein elektrisches Keyboard, vermutlich von schlechter Qualität. Du nimmst das Keyboard mit, obwohl keine Batterien drin sind. Du schraubst die Platte vom Rücken der Figur ab und entnimmst die Batterien. Das sind genau die passenden Batterien für das Keyboard. Du setzt sie ein, drückst auf An und stellst fest, dass es tatsächlich funktioniert. Dir fällt ein, dass du den Spielzeughörer am Telefon befestigen könntest, aber dir wird schlagartig bewusst, dass das eine absolut blöde Idee ist. Ein Keyboard. Du erinnerst dich an einen gewissen Roy Neary, über den du mal etwas in einer populärwissenschaftlichen Zeitschrift gelesen hast. Neary war der Erste, der eine Telefonnummer wählte, ohne dafür die Zifferntasten zu verwenden, sondern indem er mit einer Orgel die Tastentöne nachahmte. Leider hat das Telefon keinen Hörer. Außerdem weißt du nicht einmal, ob die Leitung überhaupt noch funktioniert.
Boris, ein verrückter Obdachloser mit einer Pistole. Ich konnte dein Telefongespräch von vorhin mithören und es tut mir leid. Was tut dir leid, hä? Da gibt's nichts zu bemitleiden. Sie werden Danny finden. Wäre besser für Sie. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Wer ist Choke? Der Grund, wieso ich noch lebe. Wie alt bist du heute geworden? Ich wäre hier verfault, wenn er nicht gekommen wäre. Mit seiner Kraft, seiner kriminellen Energie, seinen blöden Sprüchen und seiner Lebenslust. Glaubst du, dass Choke verrückt ist? Er ist total übergeschnappt. Hat einen Schlag auf den Kopf bekommen oder so. Erinnert sich an nichts aus seiner Jugend. Er sagt, er habe in Paris, Berlin und Moskau gelebt. Mist. So, da ist Wachs von den Kerzen auf den Kuchen getropft. Manchmal hat er kurze Flashbacks. Sie haben mit der Narbe auf seiner Hand, dem Y und irgendeiner Sekte zu tun. Danach wird er wirr im Kopf, so wie jetzt, und denkt, er wäre in der Vergangenheit. Schon seltsam, der Typ. Ja, ja. Glaubst du wirklich, dass er mich umbringen will? Choke macht keine Scherze. Für ihn ist das hier heiliger Boden. Und du hast ihn entweiht. Wenn er sagt, du musst sterben, stirbst du. Lass mich bitte gehen. Meine Familie ist reich, ich kann dich gut bezahlen. Ich habe $3,000 pro Tag verdient. 3.000! Und sieh mich an. Glaubst du, Geld interessiert mich? Hast du die Spielzeuge auf dem Bahnsteig hergebracht? Ja, die werden Danny gefallen. Es ist sein Geburtstag, weißt du? Ich hole ihn von der Schule ab. Wir nehmen die U-Bahn zur Catway Station. Und hoffentlich komme ich nicht zu spät. Nichts als Überstunden heute. Ich sollte die Arbeit sein lassen und ihn holen gehen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Was hast du vor deiner Zeit hier gemacht? Ich bestimmte die Preise von Dingen. Firmen bezahlten mich dafür, dass ich ihnen sagte, ob etwas teuer oder günstig war. Ob es sich lohnte, es zu dem Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Ich habe viel gearbeitet. Zu viel. War es nicht wert. Heißt du wirklich Boris? Du hast gar keinen Akzent. Ich will mich nicht an meinen Namen erinnern. Ich hasse Namen. Wenn Choke mich Boris nennt, dann bin ich eben Boris. Auf viele weitere Geburtstage. Eines Tages werde ich das Unternehmen White erben. Hilf mir, hier rauszukommen, und ich mache dich reich. Ich will nicht reich sein. Was ich will, kannst du mir nicht geben. Keiner kann das. Aber er kommt zurück. Wünsch dir was. Ein Anruf für dich, Boris. Ja? Wo ist Danny nur? Wo? Ich hab nichts gelesen. Was? Was war in der Catway Station? Nein. Das ist er nicht. Das Kind ist sicher nicht Danny. Ganz bestimmt nicht. Hast du gehört? Er ist es nicht. Sucht weiter und sagt mir, wenn ihr ihn gefunden habt. Nicht irgendwen, nur ihn. Dieser Hörer ist definitiv kein Spielzeug. Solche gab es vor 20 Jahren an öffentlichen Telefonen. Mit Hilfe des Isolierbandes befestigst du den Hörer am abgerissenen Kabel des Telefons. Du hörst sofort das Freizeichen. Trotz des Alters und der Schäden ist die Leitung immer noch intakt. Im Schlitz klemmt eine Münze. Du steckst den Chip hinein und die festsitzende Münze fällt ins Münzfach. Eine Münze.
Du setzt die Idee, die Tastentöne mit dem Keyboard nachzuahmen, in die Tat um. Du nimmst den Hörer ab, steckst die Münze in den Schlitz und... Bei mir ist alles klar. Wie sieht's bei dir aus? Komm her, Cooper! Aber ich sollte doch hier warten. Wir sind verrückt und bewaffnet, also pass auf! Was soll der Scheiß, Henry? Erzähl das deiner Oma! Der Scheiß ist gekommen, Ketzer! Du schwörst dir, wenn sich eines Tages ein Mädchen in dich verliebt, wirst du nie die Hand gegen sie erheben. Ein bisschen zu groß, um das mitzunehmen, oder? Der Mülleimer verströmt einen ekelhaften Gestank, wie von vergammeltem Fleisch. Du nimmst den Stofffetzen, der über dem Rand hängt. Ein Loch im Zaun. Vielleicht das Werk von Rowdies oder Obdachlosen. Nachdem du es mehrmals hin und her gebogen hast, kannst du problemlos ein Stück Draht abreißen. Draht. Stofffetzen. Um Gottes Willen, Cooper! Hörst du jetzt endlich auf zu heulen? Du bist eine Schande für die Jungpfadfinder! Aber weißt du was? Damit ist jetzt Schluss! Und jetzt macht er sich in die Hose wie eine alte Hure. Wer hat dir das beigebracht? Deine Mutter? Ein Handy. Der Schlüssel des Lieferwagens. Henry sitzt auf der anderen Seite dieses Tunnels in der Klemme. Hast du nicht etwa Angst im Dunkeln, Cooper? Und warum baust du dir keine Fackel? Na, ich weiß schon, weil du nicht weißt, wie. Schaut euch das Kind an. Weiß nicht, wie man eine Fackel baut. Da gibt's nichts zu lachen. Er ist ein armer Hosenscheißer. Und wieso bist du ein Hosenscheißer? Hä? Cooper, wieso bist du ein armer Hosenscheißer? Hä? Mister Hosenscheißer? Das Armaturenbrett sieht picobello aus. Vor nicht ganz 2 Tagen hast du Henry geholfen, den Wagen sauber zu machen. Du nimmst eine Packung Streichhölzer und einen Schlüssel, den du im Handschuhfach findest. Mit einem leisen Klack öffnet sich der Kofferraum. Du weißt nicht mehr, was dein Schläger in Henrys Kofferraum zu suchen hat. Du nimmst den Schläger, der schließlich dir gehört, und den Benzinkanister. Du bindest den Stofffetzen mit dem Stück Draht am Schläger fest. Du tränkst den Stofffetzen mit Benzin. Feuer, Cooper? Hast du Angst im Dunkeln? Soll ich dir die Windeln wechseln? Oder soll ich dein Bett nass machen, um dir Arbeit zu ersparen? Du Hosenscheißer! Du nimmst die Eisenstange. Eine gute Waffe gegen diejenigen, die Henry gefangen halten. Du
nimmst das Kabel, ohne dich zu fragen, wer es dort liegen gelassen hat. Die Türen des Waggons sind verschlossen. Du setzt deine ganze Kraft ein, um die Türen mit brachialer Gewalt zu öffnen. Aber sie geben nicht nach. Nachdem du der Tür vergeblich mehrere Schläge mit der Stange versetzt hast, entscheidest du dich, einen Hebel anzusetzen. Und instinktiv hebst du die Eisenstange, um sie der Gestalt am Ende des Waggons über den Kopf zu ziehen. Aber als du gerade ausholst, merkst du, dass es sich nur um eine Schaufensterpuppe handelt. Cooper, du Hosenscheißer! Wieso hast du Johnson geschlagen, hä? Was hat er über deine Mutter gesagt? Wird seine Gründe gehabt haben. Eines Tages wirst du lernen, nachzudenken, statt Gewalt anzuwenden. Du tust mir leid, Cooper. Wenn diese Puppe das Werk derer ist, die Henry festhalten, war das, was er dir gesagt hat, vielleicht doch kein Scherz. Die sind verrückt und haben Waffen, klar? Sei vorsichtig. Du nimmst den Plastikhörer, der sich in der linken Tasche befindet. So ein Mantel würde dir gefallen, aber aus schwarzem Leder. In der rechten Tasche sind ein paar Patronen. Entschuldigung. Waren. Die Trümmer blockieren die Tür. Mit einiger Anstrengung befreist du die Tür von den Trümmern und lächelst bei dem Gedanken, dass Henry sie nicht einen Zentimeter bewegen könnte. Ein Vorhängeschloss hält die Tür verschlossen. Du spannst alle Muskeln an, um das Vorhängeschloss aufzubrechen, aber du schaffst es nicht. Wie immer ist dein erster Gedanke, brachiale Gewalt anzuwenden. Du willst gerade mit der Stange auf das Schloss einschlagen, als du dich an etwas erinnerst. Cooper! Weißt du nicht, was ein Keil ist? Bah! Nicht mal mit dem Größten der Welt könnte man dir das in den Kopf hämmern! Hosenscheißer! Woraufhin du die Stange zu einem Keil verbiegst und mit dem Schläger auf die Enden schlägst. Eine runde, womöglich tragende Stange aus Metall. Eins der wenigen Rohre, die verschont geblieben sind, als das Dach einstürzte. In dem Revolvergurt steckt ein Revolver. Eine Ratte liegt in einer Lache, die nach Blut aussieht. Der kaputte Ring eines Basketballkorbes. Du springst wie zu einem Slam Dunk, hängst dich an den Korb, der unter deinem Gewicht nachgibt und sich von der Säule löst. Du bindest eines der Kabelenden an den Basketballkorbring. Du visierst es an und auch wenn dich der Geruch des Todes fasziniert, lässt du die Ratte liegen. Vor allem aus hygienischen Gründen. Du spürst ein seltsames Kitzeln, als du den Revolver an dich nimmst. Jetzt hast du einen geladenen Revolver. Vorsicht damit! Eine schwere Eisentür. Du reißt die Tür ohne Probleme aus der Verankerung. Dir fällt das Brett ein, das vor dem U-Bahn-Waggon lag, und
So vorsichtig du kannst, steckst du den Kopf hindurch und... Ich habe meinen Geist von den diabolischen Täuschungen, denen er ausgesetzt war, gereinigt und einen Entschluss gefasst. Der Ketzer Henry White soll vor das göttliche Gericht gestellt werden und wird daher in den Brunnen der Wahrheit geworfen. Wenn die Ratten, diese dämonischen Wesen, die darin leben, Reste göttlicher Güte in der Seele von Henry White entdecken, werden sie sich gegen ihn erheben und ihre Krallen und Zähne in sein sterbliches Fleisch schlagen, bis er verblutet und stirbt. In diesem Fall können wir uns beglückwünschen, weil wir die Seele eines aufrichtigen Mannes in den Himmel geschickt haben. Aber wenn Henry White ein ebenso diabolisches Wesen ist wie Sie, werden Sie ihn verschonen. In diesem Fall werde ich selbst seine grauenhafte, abscheuliche, widerwärtige Seele mit einem Schuss in die Hölle schicken. Doch zuvor werde ich ihm etwas Zeit gewähren, damit er den Herrn um Verzeihung bittet und sein Geist Frieden findet. Lasst uns in Ruhe für deine arme Seele beten, Henry White. Der Beweis, dass diese Obdachlosen total durchgeknallt sind. Hätte Henry nicht einen anderen Menschenschlag wählen können, um sich zu verwirklichen? Der Brunnen der Wahrheit ist eine rattenverseuchte Kloake, die Henrys Tod sein wird, wenn du nichts unternimmst. Der verrückte Alte will Henry mit dieser Pistole erledigen, wenn die Ratten im Brunnen es nicht vorher tun. Ihr Seelen des Paradieses, seht nur, Henry White hat heiliges Blut. Ein Hosenscheißer, glaubst du, dass du ihm helfen kannst, Cooper? Was wirst du unternehmen, um deinen Freund zu retten? Machst du dir schon in die Hose oder handelst du endlich mal wie ein echter Mann? Na los, schieß, wenn du die Eier dafür hast. Schieß! Henry? Hier sind überhaupt keine Ratten. Die haben mich doch tatsächlich verarscht. Mich, Henry White. Was machen wir jetzt mit ihnen? Henry, was ist mit dir? Auf jeden Fall zünden wir sie nicht an.